jeder Generation gibt es ein paar Leute, die glauben, das Ende der Welt sei gekommen. Diese Leute erwarten die Apokalypse, den atomaren Winter, die globale Erderwärmung. Das Ende hatte schon viele Namen. Wir haben diese Leute immer für Pessimisten, Fanatiker und Irre gehalten. Aber es basiert auf mathematischer Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen früher oder später Recht behält. Ob die Leute in diesem Büro mit all ihren Alltagssorgen wohl ernsthaft erwartet haben, das Ende der Welt mitzuerleben? Oder ob sie wussten, dass dies hier eine perfekte Scharfschützenposition ist? Status bei 5%. Willkommen zum Ende der Welt.